In diesem Video trinken wir morgens kein Bier, erscheint ein Höhlenbewohner, fühle ich mich wie auf einer Modelleisenbahnplatte, fahren wir schon wieder rückwärts, stehe ich auf einer Brücke, hängt der Co-Pilot in den Seilen und überfahre ich die Kamera. Schönen guten Morgen hier aus unserer Felswand. Absolut ruhige Nacht, keinerlei Störungen, nichts gehört, sehr gut und ruhig geschlafen. Das Wetter sieht auch schon wieder gut aus. Der Blick durchs Dachfenster zeigt blauen Himmel und Felswand. Darauf lässt sich aufbauen. Jetzt gucke ich mal, ob der Nachbar schon wach ist. Ja, da sind wir. Wir stehen hier noch angenehm im Schatten. Es ist auch gar nicht so kalt, wie ich dachte. Immer noch ein fantastischer Platz. Ich glaube, mein Nachbar ist schon wach, aber hat sich noch nicht getraut vor die Tür. Und ich genieße jetzt hier die wunderschöne Aussicht ins Tal runter. Die Berge werden schon schön angestrahlt. Die Strecke, wo wir gestern hochgekommen sind, liegt noch komplett im Schatten. Dauert auch noch eine Weile, ehe hier die Sonne hinkommt. Aber sehr ruhig. Ich glaube, heute Nacht ist kein Auto gefahren. Ich habe nichts gehört. Komplette Stille. Wirklich beeindruckender Platz. Interessant, man läuft hier durch den Tunnel, unbeleuchtet, schwarz wie die Nacht, so eine leichte S-Kurve, sodass man auch nicht sieht, wo man rauskommt. Und raus kommt man und es geht nicht weiter. Ende. Keinerlei Weg. Frag mich, warum die den Tunnel gebaut haben. Im freien Fall geht es dann hier bergrunter, aber sonst kann ich keinen Weg feststellen. Ich laufe mal zurück. Nachdem ich ganz mutig durch den Tunnel bin, man weiß ja nie, was einen da erwartet, ist Jens jetzt auch durch. Und ich glaube, ich höre ihn gerade zurückkommen. Et voilà. Da erscheint er schon. Da erscheint der Höhlenbewohner. Den ersten Drohnenflug haben wir beide heute schon erfolgreich abgeschlossen. Schöne Aufnahmen hier von uns in der Felswand. Sieht gewaltig aus. Wir sind auch nicht irgendwie abgeschmiert über Nacht, sondern stehen hier noch ziemlich sicher und fest. Und jetzt werden wir erstmal frühstücken. Die Bierflaschen stehen hier zwar auch noch rum, aber die haben wir nicht heute Morgen getrunken. Das sind noch die Überbleibsel von gestern. Wir dachten, die machen sich noch ein bisschen gut hier als Tischdeko. Und jetzt frühstücken, Kaffee, vollends wach werden und dann werden wir mal sehen, was noch kommt. Nicht nur eine schöne Aussicht hat man hier, sondern man kann auch Züge beobachten. Gerade ist eine alte Krokodillok hier übers Viadukt gefahren und von hier oben hat man einen richtig geilen Blick drauf. Das ist unser Longwagen. Alpine Classic Pullman Express. Dann kommt so ein
ehemalige Arosa-Bahnwagen. Dann kommt einer von der Berliner Bahn, der erste gelbe. Das ist wahrscheinlich der Bahrwagen von denen. La Bucunada heißt der. Dann haben wir einen offenen Aussichtswagen und hinten ist nochmal so ein Arosa-Bahn-Ding. Wie so häufig geht irgendwann alles zu Ende, also auch unser schöner Aufenthalt hier auf unserem kleinen Felsvorsprung. Einer von uns beiden muss ins Bergwerk bzw. in den Stollen und der andere muss mal wieder dringend vor den Laptop für ein paar Stunden und Videos bearbeiten, Daten sichern und so ein Quatsch. Bevor es aber soweit ist, macht einer von uns noch den Abwasch und der andere verstaut sein Zeug einfach in seine Abwaschbox und nimmt das dreckige Geschirr mit nach Hause und stellt es in den Spüler. Der kann das viel besser als ich. Und mit einer Liebe behandelt der Jens hier seinen Topfdeckel. Das ist der Wahnsinn. Das mit meiner Spülbox funktioniert natürlich nur so lange, wie ich ja, ein oder zwei Tage unterwegs bin. Mehr passt nicht rein, sie ist nicht groß genug. Entweder gehe ich dann auf eine größere Spülbox oder ich wasche ab. Unsere Kästen sind abfahrbereit. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir fahren. Es gibt zwei Optionen. Option 1, die Rampe runter, weiter bergauf, oben drehen und wieder runter. Option 2, Rampe runter und dann hier rückwärts die Straße runter und in der Kurve, die ihr hier seht, wenden, was aber zugegebenermaßen ziemlich eng würde. Und Verkehr sollte auch keiner kommen. Immer geschickt, wenn man kurz vor Abfahrt noch ein paar Videoaufnahmen macht von den Kästen, denn bei mir steht hier oben noch meine 4G-Antenne auf dem Dach und die sollte ich besser einholen, sonst scheppert's. Ja, Jens hat das wieder souverän gelöst, hat seinen Kasten hier vorwärts rausgefahren, dann rückwärts bis zur Kurve, Option 2 also gewählt und in der Kurve gedreht. Platz ist genug und da wir gleich lang sind, mache ich das jetzt genauso. Zottel steht jetzt hier alleine, fühlt sich ein bisschen einsam, deswegen fahre ich jetzt mal schnell los. Nachdem Jens und Osti dann abgefahren sind, setzen wir uns halt auch mal in Bewegung, immer schön bergab, immer im ersten Gang mit Bremsunterstützung. Links geht es den Hang ab, getrennt von einem Holzgeländer, nicht wirklich vertrauenserweckend, aber bergab ist zumindest etwas entspannter als gestern berghoch. Die Kurven sind einfacher zu meistern. Aber man muss konzentriert bei der Sache sein, denn ein kleiner Fehler, eine Unachtsamkeit und man hängt im Baum, im Geländer oder ein Stockwerk tiefer.
Wir filmen uns wieder abwechselnd. Einer fährt immer vor und rennt dann mit der Kamera an eine Position, wo er gut filmen kann. Ja, die Straße ist ordentlich eng. Jetzt haben wir noch Gegenverkehr. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, hier noch einen Ausweichpunkt zu finden. Ja, die Kurven, die sind wirklich, wirklich eng und dazu auch noch steil. Das stört jetzt natürlich beim Runterfahren nicht allzu sehr. Der Kai ist jetzt mal ein bisschen vorgefahren und wird dann wahrscheinlich versuchen, mich mal irgendwo aufzunehmen noch. Und wenn ich euch hier das mal so zeige, links geht's hoch wie Sau und rechts geht's runter wie Hölle. Und da unten sieht man dann gerade die Straße, wie die da den Berg runter schlängelt. Das ist schon enorm. Ja, und dann bin ich dran zu filmen, Oski und Jens, wie sie sich durch die engen Kurven ins Tal winden. Ja, es ist wirklich zum Teil haarscharf. Die Kästen kommen so gerade ums Eck. Aber wir sind beide geübte Autofahrer und haben das im Griff. Hier stehe ich dann leider dem Oski im Weg und er muss auf mich warten. Somit fahrt er jetzt wieder bei mir ein Stückchen mit. Und so geht das immer lustig im Wechsel, wenn wir zusammen unterwegs sind. Hier fahre ich jetzt eine schöne Kurve an. Leider steht mir irgendein Kastenwagen da blöd im Weg, sodass ich nicht weit genug ausholen kann. Und dann passiert genau das. Es reicht nicht. Der Rückwärtsgang muss eingelegt werden. Ein paar Zentimeter zurücksetzen. Und dann klappt das. Teilweise muss man wirklich zurücksetzen. Wobei das hier, das ist, weil ich so blöd geparkt habe. Das hier ist eine der engen und steilen Kurven, rechts Felswand. Man muss wirklich sehr nah ran und immer höllisch aufpassen, dass man nicht ein bisschen zu nah ist und sich nicht irgendwie das Blech verknittert. Auf der anderen Seite dann der Holzzaun. Gegen weiter unten wird die Straße etwas angenehmer zu fahren, die Kurven nicht mehr ganz so steil. Man merkt, es geht ins Tal und man ist bald da, wo die Straßen wieder sicher sind. Der Oski sieht ganz schön eingestaubt aus hier. Der zieht das Zeug magisch an. Ich habe immer das Gefühl, Zottel sieht irgendwie sauber aus. Und vorsichtig fahren ist hier überall die Devise. Wir wollen uns unsere Kästen ja nicht kaputt fahren. Auch das hier wieder ein enges Teilstück. Man muss sehr weit raus an den Kurvenrand, um mit dem langen Radstand um die Kurve zu kommen. Aber Jens meistert das bravourös. Dann sind nur noch die letzten einfachen Kurven zu meistern. Und wir sind endlich unten angekommen, am letzten Hindernis einer kleinen Brücke. Unten! Wir sind gut wieder unten angekommen. Das lief runter problemloser als hoch, auch wenn man in der Kurve mal kurz zurücksetzen musste. Aber man hatte keine Traktionsprobleme, das ist schon mal eine große Erleichterung. Und jetzt der letzte Engpass hier über die Brücke, die ist 70 Meter rum, plus minus, links, rechts, Schlucht, runter geht's. Möglichst sollte die Brücke halten. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you? Are you? Are you? My love so wild. Please give me a sign. My love so wild. Please give me, baby. My love so wild. Hat gut funktioniert. Die einzige Stelle, die ich im Spiegel gesehen habe, die echt eng war, war hier um die Kurve auf der linken Seite in Fahrtrichtung. Da hatte ich vielleicht noch im Spiegel 2 cm Platz zur Mauer. Aber ansonsten super coole Überfahrt und die Brücke ist übrigens 84 Meter hoch. 84 Meter zwischen Himmel und Hölle. Ja, runterfallen sollte man da nicht, könnte wehtun. Ja, die Kästen haben wir gut wieder vom Berg gebracht, auch über die Brücke. Stehen jetzt hier auf dem Bahnhof. Ich bin immer noch verwirrt, dass es hier einen Bahnhof gibt in the middle of nowhere. Aber wir laufen jetzt mal noch ein paar Meter zur nächsten Brücke. Keine Ahnung, wie die heißt. Jens kennt das hier alles.
wenn ihr Infos zu der Gegend braucht, guckt seinen Kanal, nicht meinen, denn ich habe keinen Plan. Wiesner Viadukt, das kann man sich sogar fast noch merken. Stuttgarter Wiesen, Wiesner. Hier laufen wir jetzt an diesem kleinen süßen Bahnhof vorbei, der aussieht, als entspringe er einer Miniatureisenbahnplatte. Von oben sah das noch viel cooler aus. Komme mir vor, als wäre ich Einwohner einer Eisenbahnplatte. So fühlt sich das also an. Eigentlich gar nicht schlecht. Ihr solltet das riechen können. Es riecht richtig intensiv nach Kiefern. Ein wahnsinnig schöner Geruch. Und ich hoffe, es sind Kiefern. Ja, das war ein sehr kurzer Fußmarsch. Das schaffe sogar ich mit Lust. Und wir laufen jetzt hier auf der Brücke entlang den Gleisen. Ist natürlich offizieller Weg. Man darf das. Jetzt steht mir hier ein Tourist im Weg, der wieder in seine Kamera redet und komisch filmt, wer das auch immer war. Und wenn man jetzt hier weiterläuft, dann sieht man irgendwo da oben haben wir unsere Nacht verbracht. Mehr kommt nicht. Und da Jens nicht mehr ganz so viel Zeit hat, gehen wir jetzt auch schon wieder zurück, weil, ja, gesehen haben wir ja alles. Die Brücke ja auch schon von unserem Schlafplatz genug gefilmt und gesehen. Somit geht es jetzt zurück zu Zotlonowski. Jens macht sich auf den Weg dahin, wo er arbeitet. Jo und ich auf den Weg nach Hause. Dann komme ich zu einer halbwegs ordentlichen Zeit nach Hause. Kann Zottler ausladen, entsorgen natürlich noch und noch ein paar Dinge zu Hause erledigen. Bietet sich auch an, denn letzte Woche bin ich auch zu nichts gekommen zu Hause. Schönes Gefühl, wieder Beton unter den Puschen zu haben. Gleich ein ganz anderes Fahrgefühl. Ja, und kaum läuft's, kommt Gegenverkehr. Ist immer das Gleiche. BMW-Fahrer muss jetzt ein paar hundert Meter zurückfahren, glaube ich. Der Arme. Scheiße, Mann. An der dümmsten Stelle, glaube ich, die hier hochführt. Aber immerhin kann er Auto fahren und fährt zügig zurück. Was sagen und ja, tschüss. Was. Tschüss. Nicht so viel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao Jens. Ja, da fährt er hin, der Gute. Weg ist er. War eine geile Tour. Der Puls ging hoch gestern bei der Hochfahrt über die Schotterstrecke. Das hat man nicht jeden Tag, aber wir haben das gut gemeistert. Zottel, Oski, Jens und ich und der Co-Pilot, wobei der heute ein bisschen in den Seilen hängt. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, ob es zu viele Kurven waren. Von hier aus sind es für mich jetzt noch ja, so 1,5 Stunden Fahrt, schätze ich, bis ich wieder zu Hause bin. Und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Dann komme ich so um plus minus 15 Uhr dort an. Ja, aber noch ein bisschen Nachmittag. Also los geht's. Alle Tanks leer und wir können weiter. Wir gehen mal ins Fahrzeug, denn draußen ist es recht laut. Die Autobahn ist heute gut besucht. Die Tour endet hier. Ich kann meine Sonnenbrille hochklappen. War eine coole Tour, Jens. Geiler Platz. Du kennst dich echt aus in Graubünden. Mit dir immer wieder gerne. Co-Pilot ist auch relativ zufrieden. Hängt zwar immer noch ein bisschen auf dem Sitz rum, aber wahrscheinlich denkt er schon wieder an Montag. Ich verabschiede mich somit von euch hier. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage dann mal, jo, bis zum nächsten Trip.
Tschüss zusammen. Weiter bergauf, oben drehen und wieder runter. Option 2, Rampe runter, rückwärts. Rampe runter und dann hier rückwärts die Straße runter und in der Kurve. Bei mir steht hier oben noch, denn bei mir steht hier oben noch meine 4G-Antenne auf dem Dach. Over and my chance to take her wings, searching for a mission.